Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Radical Red Nuzlocke. Ich kann mal ein bisschen gucken, wo es weitergeht. Dann dachte ich mir, ich gehe in die Arena jetzt, also Safuna City, die 6. Arena im Prinzip. Wait. Okay, ich warte. Der Presse hat vergessen, dir das hier zu geben. Viele Trainer haben das schon, das hast du bestimmt schon gesehen, aber deswegen brauchst du es jetzt auch und glaubst du sicher, das wird dir von Nutzen sein. Der Mega-Ring! Oh. Ich denke, das wird wichtig für dich sein. Viele Arena-Ritter gucken nach Rematches. Vielleicht solltest du denen einen Besuch abstatten. Pass auf dich auf, okay. Ja, und, okay. Nice, genau das, hatte mich gedacht, wusste ich das irgendwie, dass da jetzt danach, nach der Giovanni, kann man Rematches machen? Deswegen war ich bei den Trainern, also bei den anderen Arenen, wurde eigentlich die Update immer die Aufnahme gestartet und so, und da wollte nie einer kämpfen. Okay, aber jetzt haben wir den Mega-Ring. Ich hoffe, was mir dazu auch einfällt. Ich habe auch schon diverse Megasteine, nur so, einfach nur mal kurz gesagt haben, in kurz Schnellform sozusagen. Hier so für Alakazam, also Simsala, für Sableye, also Zubiris, Kangama, hier für Deponitox, Ordinio, ne? Deswegen, wir haben schon ein paar Wege, das können wir natürlich auch nutzen. Cool. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir noch die Rematches der Arenen. Ich bearbeite mit meinem Team und dann geht's nach Rocco. So, damit sind wir wieder bei Rocco. Ich habe rechts mein Team verändert. Wie ihr seht, auf Rocco abgestimmt. Ist das nicht der Stärkste auswendig? Ich hatte hier. Ich hoffe, ich kann dir zeigen, wie stark ich geworden bin. Vielleicht kann ich auch ein bisschen impressen. Bock zu kämpfen? Let's go, der Hase. Ganz klar, das ist nicht mein erster Kampf in Rocco. Ich zeige euch jetzt gerade. In dem Fall den Kampf, wo ich. Also einen anderen späteren Kampf. Weil der erste Kampf sowas von die Hose gegangen ist. To be honest. Aber ich will auch nicht wieder nur einen Kampf auf Folge machen, finde ich auf Dauer dann nicht. Also gerade bei den Rematches einfach nur. Ne, das finde ich ja nicht ganz so cool, to be honest. Mein erster Gedanke. War ja der Rocco, der wird safe das Elodor Kleinstein gewickelt haben zu Geowatz, das Onix zu Stalos, das Vulpix ist auf jeden Fall mit Evoliten oder ein Vulnuna, ne, wahrscheinlich noch so ein paar Fossilien, das waren so meine Gedanken. Was dabei rauskommt, ist, sehen wir jetzt, wollt ihr jetzt? Er startet mit einem Roccolos. Ich habe immer gedacht, dass Roccolos will Starnstein auflegen. Wie es aufhören ist, es will meinen Swordafis wegknallen mit einer Explosion. Was für mich bedeutet, ich gehe auf Stonefist, immunisiere die Explosion und das Mokulus ist das erste, was weg ist. Ihr werdet ja sehen, der Kampf ist halt, der geht halt richtig, ist richtig heftig, ist der Kampf. Jetzt kommt Omastar, also. Ein Amoroso. Davon abgesehen, klar, also Broccolos, ich verstehe das. Ich fühle Broccolos bei Rocco. Ich fühle den da total. Omastar, genauso. Omastar wird jetzt einen Surfer machen, um Stonefist wegzuklatschen. Wir haben Water Absorb mit Ice Dino. Let's go, der Hase. Wir kriegen den Sandstorm zwar ab, aber das spielt keine Rolle. Wir gehen auf einen Thunderbolt.
Lass uns da machen, Shell Smash. Shell Smash, eine coole Attacke. Ja, du, minus 1 Def, minus 1 Spitz Def. Dafür plus 2 Angriff, plus 2 Spezialangriff und wichtig, plus 2 Speed. Was bedeutet, aktueller Stand, Amoroso, Outspeed, alles aus unserem Team und One-Shotted fast alles, wenn nicht sogar alles, im jetzigen Zustand. Jetzt macht Omastar einen Meteor Beam. Meteor Beam eine 2-Runde-Attacke. Erste Runde plus 1 Spitzangriff, wo dadurch der auf plus 3 ist. Und zweite Runde wird er angreifen. Aber er hat einen Power-Herb, eine Kraftwurzel, wodurch er direkt angreifen kann. Das heißt, er ist auf plus 3 Spitzangriff jetzt. Und jetzt den Zeugstab mit plus 3 Spitzangriff, plus 2 Speed. Jetzt killt er alles, was wir haben. Jetzt haben wir, wenn wir das Omastar jetzt nicht aufhalten, haben wir no chance, um irgendwas gegen das Omastar zu tun. Was bedeutet, weil wir werden es auch mit keinem Pokémon outspeeden, to be honest. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Chance. Wir haben mit Spore einen Mach Punch. Damit outspeeden wir nämlich, weil es eine First-Hand-Attacke ist und damit killen wir ihn. Die einzige Chance, die wir haben in dem Moment. Das heißt, wir müssen in dem Fall sogar einen Pokémon dabei haben, das eine First-Turn-Attacke hat. Weil einfach leider der Thunderbolt von Ice Dino nicht killt. So. Jetzt, das Aerodactyl, genau. Klar, kann halt Flugattacken. Logischerweise, ne, Spore 4-5 tief, ist klar. Es ist auch klar, wie man schon auf dem Thumbnail sieht, es wird ein mega Aerodactyl. Wie auf Panzer, kein Ding, kein Problem, alles gut. Wo wir gerade bei Thumbnail sind. Die Thumbnail sind schon echt cool, ne? Die liebe Honey macht die jedes Mal. Also gerade alle von diesem Projekt, alle. Und ein ganz großes Dank an dich, Honeylein, dafür. Das Dual Wingbeat, das kriegen wir jetzt ab. Macht Real Talk eigentlich keinen Schaden, to be honest. Ja. This turn gehen wir auf eine Stone Edge. Er geht auf einen EQ, einen Earthquake. Das Earthquake ist zum Glück kein Step-Move. Natürlich kriege ich einen Crit ab, ne? I hate you. I hate you. Mit allem, was in meiner Seele ist. Die Stone Edge, wenn die trifft, ist sie One-Shot. Die wird, glaube ich, fast immer treffen in dem jetzigen Punkt, weil ich habe eine Scope Lens, wodurch ich meine Genauigkeit erhöhe. Deswegen ist das halt auch extremst nice einfach. Jetzt kommt er mit seinem Sundama. Wie geht er auf den Shadow Claw? Das ist so krass, ne? Das Sundama reagiert halt immer anders, ne? Das ist so krass, ist krass bei dem Sundama. Ne, der kann Erdbeben, Steinkante und Schwertkante, die drei Attacken, die ich von ihm gesehen habe bis jetzt. Und der redet bei dem Panzer, wenn er auf dem. Okay, vorher war da diese Crit nicht, ist er nicht immer dabei, ich weiß, aber der reagiert halt immer anders drauf, wie der angreift. Okay, jetzt macht er den Sword Sense auf plus 1 Angriff. Wir hauen aber erstmal einen Aquafang drauf. Der killt dich leider nicht. Müssen wir darauf hoffen, so ein bisschen, dass die Stone Edge daneben geht. Gut, dass die daneben ging, ne? wieder das gleiche wie eben. Der einzige Outspeed aktuell, also auf jeden Fall den Safe Outspeed, sagen wir mal so, ist halt unser Spore mit einem Mach Punch. Und der müsste den eigentlich killen. Tut er auch. Sehr schön gemacht, Spore. Spore, eins der aktuell immer noch wichtigsten Pokémon, ist seit Anfang an dabei und carryt uns in so vielen Arenen mit so, bei so vielen Gegner-Pokémon, was es einfach durchzieht, ne? So, es kommt hier das Lycanroc. Wie viel Def haben wir aus Stormfist? Ich bin gar nicht ganz sicher. Aber jetzt kommen die Punkte, wo ich, 117, der hat 108. Obwohl ich, glaube ich, ja, wir gehen auf Stormfist, weil ich glaube, Waterfist ich gleich noch eher brauchen werde im letzten Pokémon. Ne, so das Team generell ist ja schon geil aufgebaut, ne? Spiegel auf Klaus Bombett. Hey, wir gehen auf Full Angriff jetzt.
Der Crunch dürfte mich nicht killen, oder? Ist kein Step-Move. Fuck you. Fuck, fuck, fuck you. Oh yeah. Oh, schon überlebt das bitte. Oh mein Gott. Dankeschön, Waterfist. Dankeschön, 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 Dankeschön. Und der Drain Punch. Dann bist du tot. Boom. Und ich bin wieder fast full life. Aber nur fast. Aber das an sich reicht mir gerade als Leben. Hoffe ich. Weil jetzt kommt unser letztes Pokémon. Unser letztes Pokémon. Ist natürlich das beste Gestaltung, was es einfach gibt. Tyranitar. So, jetzt auf Superpower, weil das die stärkste Attacke, die ich habe. Ich brauche mich nicht mehr hochboosten jetzt, hochpushen mit Leben. Ich bin auch nicht so, aber wenig Schaden, ne? Das ist Superpower. 120er Step Move. Vierfach effektiv. Ja, die Angriffs- und Death-Drop ist mir jetzt in der Fall egal, to be honest. Holy shit. Alter. Ich glaub gar nicht, wie oft ich den Kampf gemacht habe. Ich habe den so oft gemacht. Ach, du hast mich schon wieder besiegt. Ich bin aber nicht überrascht. 17.000, ja, nee, ist klar, danke schön. Du bist viel stärker geworden, als ich gedacht habe, ich habe von einem Helden gehört, der Türke gestoppt hat. Ich habe nämlich neulich gedacht. Okay, ich gebe dir diese Geschenke für deine Reise. Wir kriegen den Aerodactyl. Das heißt, wir können Aerodactyl zu Mega machen. TM71 Stone Edge. Kriegen die TM71 Stone Edge. It's a cause of elastic. Oh mein Gott. Aerodactyl transform a speedy assassin into an absolute menace, who is its mega form. Oh mein Gott, ja, wir haben zwar kein Aerodactyl. Wir haben das sogar relativ gut überstanden, das in dem Turn ja gerade, to be honest. Ja, ne, also, wo ich ja knapp verkackt habe, waren immer viel knapper. Ja, in die Frage, wie sage ich jetzt mal kurz, ich gebe jetzt einen kurzen Cut jetzt. Ich gehe jetzt zu. Also ich wechsle das Team aus. Wir gehen zu Misty. Und bei Misty geht's weiter, ne? Bis gleich. So, ich habe das Team, wie ihr rechts seht, ein bisschen geändert. Um jetzt gegen Misty klar zu kommen. Bei Misty immer genauso wie bei Rocco. Ich habe den Kampf schon ein paar Mal gemacht, weil First Turn. No chance. No chance, in keinster Weise. Ach, hallo, willkommen. Du bist wieder zurückgekommen und mein Pokémon ist viel stärker geworden für das Rematch und auch wenn du schon mal meinen Orden hast, so eine, ich habe noch ein spezielles Item, was ich dir geben möchte. Was sagst du dazu? Yo, let's go. Ich werde alles geben. Prepare yourself. Bereite dich vor, let's go. Okay. Genau, wie gesagt, habe ich ja vorhin ja schon gesagt, ne, ich mache es ja, damit ich jetzt auch mal, weil gerade auch nur Rematches sind, damit ich nicht für jedes Rematch eine einzelne Folge brauche und das ist ja. Okay, wir haben Wildcat Spore, Leuchte, Estaino, Kapferdiam und Donnerkeil im Team. Ich habe extra Wildgeist, einen Sucker Punch und den Fake Out noch per Move Tutor beigebracht. Fake Out, um jetzt erstmal. Das liebe Poltitaut, eine Runde Twinch zu lassen, eine Runde Rain fällt weg. Poltitaut wollte, glaube ich, First Turn, wollte Flip Turn machen, um halt wieder rauszugehen. Jetzt wird sich nämlich auswechseln, deswegen kommt nämlich jetzt auch Kingdra, let's go, und ich mache eine Leaf Blade. Es war sogar ein Crit Lul. Er macht zwar jetzt einen Ice Beam, das Kingdra, aber to be honest, Wildgeist brauchen wir ab jetzt nicht mehr. Es hat genau das getan, was es musste. Nimmt Sucker Punch schon mal drauf. Es gilt Kingdra sogar noch. Oh,
Okay, das ist sonst nicht immer so, to be honest. Also klar, ne, dass das Greninja wieder kommt, ne, also war ja vor dem Kampf schon echt schon realistisch klar. Und obwohl natürlich man durchaus sagen muss, bei Rocco hatte er jetzt auch nicht die Pokémon, die man erwartet. Aber ich fand, bei ihr war schon klar, dass Greninja wieder, also dass Greninja wieder kommt. Ich glaube, die ist eine Outspeedo, oder? Also, wir hauen jetzt sag ich mal schon raus, ein bisschen Schaden aufhauen. Der Ice Beam kommt. Der Ice Beam wird safe killen. Ja, das Greninja ist so scary, ne? Auch mit Life Orb. Das ist so scary, das Pokémon, ne? Holy Macaroni. Hier gehen wir jetzt. Dafür haben wir Leuchte dabei. Wir gehen auf den Signal Beam, weil er einen krass Not macht. Warum ist das bei 140 KP schon gelb? Muss ja jetzt ab 109 sein oder ab 110 von mir aus, aber okay. Weil es noch nicht Half-Life, to be honest. To be honest! Okay, jetzt kommt das Intellion, da haben wir rauf mit einem Para-Charge. Der Dark Pulse killt der? Nope. Gegen Intellion können wir uns dann halt sogar richtig gut wieder hochheilen. Okay. Let me think. Gaudes heute ist ein Erdbeam raus, ne? Wir könnten auf Karpfetieren gehen, um die Attacke zu dodgen. Und den Bedroher vom rauszubekommen, ne? Genau, da, genauso wie beim Rohrkampf, der das Mega-Pokémon Mega Gyarados, halt auch vom Thumbnail zu sehen schon. Das EQ interessiert keinen. Gyarados. Es interessiert keinen, das EQ. Aber to be honest, at this moment. Auf Eisdino. Oh, fuck you. Der ausspielt sowieso alles. Als sagt, es ist ja auf neutralen Angriff, ne? Wir können, haben wir immer noch mit Spore den Mach Punch, der sehr wichtig ist, weil Gyarados im Mega ein Wasser-Unlicht-Pokémon ist. Der Fahrer-Hack war schon lucky, aber warum macht er jetzt nochmal die Dance? Das ist ja auf plus 2 Angriffszauber, plus 3 Init. Aber vorher gesehen, warum? Also mit Paralyse hast du nur die Hälfte der Initiative, die du eigentlich hast, ne? Und in dem Fall, ja, ciao, Gyarados, ne? Okay, das ist belastend irgendwie.
Wo man dazu ja sagt, also auch vom First Match. Ist auch cool gemacht, ne? Gorbis mit Bassafé. Ja, aber wie gesagt, auch vom Vormatch, ne? War ja auch, to be honest, Misty einfacher als Rocco. Und auch jetzt finde ich das persönlich einfacher gerade. Halt auch wieder mit Chess Match so, ne? Oh mein Gott, bist du lucky. Oh mein Gott, bist du lucky. Ja, das kommt Moonblast. Ja, ciao. Eis Dino. Ciao. Und wieder auch jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, ist das halt schon klar so ein Gefühl, dass man sagt so, yo, ist zwar nicht sehr tief, aber es ist Stab Move. Plus Angriffswesen bis vor. Let's go. ST ist schon auch ein bisschen einfacher als Rocco, du, das ist mal ehrlich so, ne? Jetzt kommt uns letztes Mal nochmal das Polydout wieder raus. Okay, ganz ehrlich, dann hau ich mit Seedbomb drauf. Weil ich mach's jetzt immer schön noch entspannt, dass das safe so, ne, weghauen, aber dann mach wir Seedbomb, dann bist du auch tot. Boah, geht ja wirklich One-Shot. Also, ich hab gedacht, dass ich zu locker noch zwei Hütte brauche, aber. Ja. Das war der Kampf gegen Misty. Na, wie schon im First Match, wie ich gerade schon mehrfach gesagt habe, es. Misty ist ganz schön schwach. Das Einzige, was wirklich, also auch bei den Matches hier vor, die ich getestet habe, das Einzige, was wirklich schlimm ist, ist das Greninja. Ne, weil du gerade den auch nicht immer sehr effektiv treffen kannst. Ne, aber wenn du weißt, dass er eine Pflanzenattacke auf Landul macht und du dann eine Käferattacke hast, die sehr effektiv trifft, ist auch wieder vorbei, ne? Na klar, wir hatten bei Gardos auch unglaubliches Glück gehabt, dass wir die Paare rausbekommen, dass er mit der Attacke wohl angegriffen hätte, dass er da geflincht wurde. Selbst wenn nicht, hätte wir das Po eingesetzt, Mag Punch gemacht und dann wäre es auch gewippt gewesen, so, ne? Also. Aber krass! So wie ich gedacht habe, du bist ein super talentierter Trainer. So wie versprochen, here we go! Here we go again. Wir haben jetzt den Gyaradosite. Das heißt, wir können unser Gyarados Liga entwickeln. Wir bekommen ein Froakie? Das ist doch Froxy. Chains from Flying to Dark Type and boosts an even higher attack stat. Ergeben wir es jetzt. Hidden Ability Protein! Oh. Moment. Das Kugel. What the? Das weiß ich. Obwohl, ich glaube noch nicht entwickelt, ne? Er hat auch kein Item, das finde ich schade. Also davon abgesehen, ich brauche wirklich aber immer noch so Gewalt und noch einen Spitznamen. Ja, ich finde ihn cool, aber ich finde, das ist das Problem bei Gewalt, für Gewalt auch echt Problem mit dem Spitznamen. Also um echt sein. Aber ich werde vielleicht gleich sonst mal gucken nochmal, aber ja, so. Deswegen habe ich auch noch nichts zu dem gemacht. Aber auch hier für. Und ich frage nicht mit. Für Froxy, bzw. für Amphizell, beziehungsweise für Quaiutsu, also Greninja, brauchen wir halt auch einen Spitznamen. Der wird zum Wasser unten nicht. Und das ist halt, der hat mit Protein, das heißt, der ist der Typ von der Attacke macht, die er einsetzt. Oh mein Gott, okay, vor allem den brauchen wir halt safe in der Psycho-Arena. Oh mein Gott. Ja, krass, 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 krass. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge
werden wir wahrscheinlich dann die anderen beiden Rematches machen nochmal. Ja, weil wir jetzt einmal die Rematches durchgehen und dann. Ich denke, dass wir beide wieder machen können, theoretisch, denke ich mal. Also Bob und Erica. Ja, und dann geht's mit den normalen 5., 6., 7., 8. Arena weiter. Und dann bin ich auch da auf die Rematches gespannt, ehrlich zu sein. Aber jetzt kriegen wir schon hin. Wir gucken mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch jetzt nur das Endergebnis gezeigt habe von den Kämpfen. Ja, aber um mal ganz kurz ehrlich zu sein hier, wir haben halt nicht viele, wir haben Donnerkeit nicht mehr benötigt. Kaffee für den nur einmal, um den Rohr und einmal der Abim zu denken, sozusagen. Ja, also, wie gesagt, war jetzt, also, man muss sagen, sonst war es meistens ein bisschen knapper. Oder teilweise sogar gar nicht so gut. Aber wo man die Taktik nicht wusste und so, ne, ja. Genau, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn ich das so mache. Also euch einfach nur auf das dem Endkampf, also gerade bei den Rematches. Ne, also ich werde das bei den anderen Kämpfen, zum Beispiel wenn wir jetzt die 5. Arena, meine 6. Arena machen, werde ich das nicht machen, weil dann würde ich euch schon den ersten noch zeigen, was ihr seht, okay, yo, wie mache ich das im ersten Kampf, wo ich dann da diverse Sachen auch, was da passiert so. Das schon. Aber gerade bei so einem Rematch. Denke ich, kann man das so machen, also denke ich. Aber sag mal, wie ihr das findet, ob es okay ist oder nicht okay ist. Ja. Hiermit bedanke ich mich jetzt fürs Einschalten bei der Pokémon Radical Red Nuzlocke. schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Und tü-di-lü.